Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen selbstliebenden, in Erfüllung lebenden Menschen und, wie sagt man, nennt man es so gern, Normalos will ich sie gar nicht nennen, Menschen, die nicht in Erfüllung leben, die nicht in der Selbstliebe sind. Ja, die Masse ist das leider. Und der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Die in der Selbstliebe sind, in der Erfüllung lebenden Menschen, die sind in ihrer Harmonie, in ihrer Mitte. Ja, denn die sind glücklich. Und wenn sie glücklich sind, sind sie erfüllt. Wenn sie erfüllt sind, ja, sind sie in der Selbstliebe. Und die anderen, die nicht in der Selbstliebe sind, die sind nicht erfüllt. Die suchen nach dem Sinn, ja, und sie laufen allen anderen hinterher, die suchen nach was, wissen aber nicht, wo, wie Herdentiere, die richten sich nach da, wo alle anderen hingehen. Und das endet meistens in einer Sackgasse. Ja, da steht einfach eine, aus meiner Erfahrung, es ist nicht so die allgemeine Weisheit, wo ich jetzt hier erzähle, es ist einfach nur meine Wahrnehmung, meine Erfahrung, die sind raus aus ihrer Zentrifuge, ja, also die sind rausgeschleudert worden, da ist eine Disharmonie auf der Seelenebene. Wenn auf der Seelenebene eine Disharmonie ist, dann kannst du nicht glücklich sein, geht ja gar nicht. Du bist raus aus deinem beschützten Bereich, aus deinem Licht und bist auf einmal im Schatten, sage ich mal. Du bist angreifbar, bist manipulierbar, lenkbar und so weiter. Und wenn du in deine Mitte kommst, in dein Licht, in deine Schutzzone, in dein Paradies, sage ich es einfach mal, dann bist du in deiner Selbstliebe und deiner Erfüllung. Ganz einfach. Also ich bin in meiner Selbstliebe, ich bin in meiner Erfüllung. Ich bin so glücklich, wie ich noch vor einem Monat noch gar nicht war. Also ich bin glücklicher wie vor einem Monat. Das denke ich mir, noch glücklicher. Ich war da schon wunschlos glücklicher. Aber jetzt bin ich noch wunschlos glücklicher. Wenn ich Wünsche habe, dann habe ich einen Mangel. Sonst würde ich mir ja nichts wünschen. Ja? Und wenn ich wunschlos glücklich bin, dann bin ich raus aus diesem Mangel. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Es geht aber, das ist das Schöne dran. Also wir sind nicht abgestempelt, das heißt, so ist nun mal und fertig, gib dich damit ab, Schicksal, Karma, was auch immer. Nein, das kann ich mit jedem Wimpernschlag verändern. Das ist dann wieder das Schöne dran, dieses, wow, echt, ich kann es echt verändern. Ich kann mich an mir lernen, in der was Erfüllung ist. Ich kann es wirklich in die Praxis umsetzen, Selbstliebe. Ich kann ein erfülltes, ein sinnvolles Leben leben. Also es liegt in unserer Hand, wir brauchen nur noch wieder die Anweisung. Die Gebrauchsanweisung, die wo die ganzen Mastercoaches ja weitergeben an die Menschen da draußen, die Seminarleiter und so weiter, oder auch auf meinen Online-Seminaren, spielt ja keine Rolle wo. Das sind einfach Werkzeuge, auch wieder ganz einfach dargestellt, zu zeigen, wie kommst du in deine Liebe? Wie kommst du in deine Erfüllung? Weil, denk mal, 90% der Menschheit da draußen, sie, in Anführungszeichen, sie leidet. Weil sie weiß nicht, vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht mehr. Was ist der richtige Baum? Was ist der richtige Weg? So viele Abzweigungen, ja? Und von überall hört man irgendwas, eine andere Stimme. Hier, du musst das machen, geh nach links, geh nach rechts, geh zurück. Und es sind wie, ob ich einen Schleier hätte, meine Augen zugebunden wären. Und ich bin auf einer Wiese und weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll, weil von überall sind Stimmen. Und wenn ich in meiner Selbstliebe gehe, lerne, mein Licht nach oben zu holen, dann nehme ich den Schleier weg. Und auf einmal sehe ich, wo ich hin möchte und sage, dahin möchte ich. Es ist ein Kinderspiel, es ist dann wirklich ein Kinderspiel, ja, so einfach. Das ist der Unterschied, so wie ich es sehe und ich erfahren durfte in den letzten Jahren. Diese ganzen Techniken, die ich hier zur Verfügung stelle, sind nicht einfach Techniken, es sind Wunderwerkzeuge, so nenne ich es einfach mal, weil sie bei mir Wunder bewirkt haben. Ob es jetzt meine schlechte Augen, meine Sehkraft war, die immer schlechter wurde, ob es mein Asthma war, meine 30-jährige starke Migräne war, meine Allergien über 16 Jahre hatte, wirklich extrem, meine Bauchschmerzen, Magen-Darm-Schmerzen, Beschwerden, die nicht von dieser Welt waren, so bezeichne ich sie, und noch viele, viele andere Sachen, die ich hatte. Ich habe echt fast alles mitgenommen, es wurde immer schlimmer. Und jetzt bin ich ja gern gesund. Und wenn ich von außen höre und ich das von den Leuten bekomme als Videobotschaften oder per E-Mail, jetzt Schilddrüsenkrebs, Krebs im Endstadium, wo die Ärzte sagen, noch 6 Wochen haben sie zu leben. Ja? Und nach 2 Jahren geht es der Person immer noch gut durch diese Techniken. Oder, ach, es gefällt mir so, es ist eigentlich
ich mache gern ungern Werbung dafür, dass ich selber was erzähle. Ich lasse lieber die anderen erzählen, die es live erlebt haben. Hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich es erzähle. Also ich weiß halt nur, bei AIDS hat es schon funktioniert, bei Parkinson hat es funktioniert. Komplettauflösung. Parkinson ist ja kein Husten. Und bei schlimmsten Darmbeschwerden, wirklich schlimmste Darmbeschwerden haben wir, fast jede Ausbildung haben wir Leute da, da geschehen ja jedes Mal Wunder. Das sind wirkliche Wunder, was eigentlich keine sind. Aber für die Person ist ein Wunder, wenn auf einmal 40 Jahre Schmerzen sich innerhalb von wenigen Wochen auflösen, obwohl alle ärztlichen Belege sagen, es ist kann nicht sein, sie haben keine Knorpelmasse mehr und es ist genbedingt und auf einmal funktioniert es doch. Ja, das ist natürlich Wunder im Bewussten. Im Unbewussten sind es keine Wunder, da wir ja Schöpfer sind. Wir haben es nur verlernt und die Techniken helfen uns eigentlich, dies wieder umzusetzen, obwohl wir noch nicht dran glauben. Das ist der kleine Unterschied. Wenn du dran glaubst, brauchst du die Techniken nicht, wenn du wirklich glaubst. Aber das tut so gut wie keiner. Und die Techniken sind die Brücke zum Nicht-Glauben, das auch funktioniert, wenn du nicht dran glaubst. So sehe ich diese göttlichen Werkzeuge, so habe ich es für mich auch angewandt. Bei mir hat es funktioniert, wie schon gesagt, bei 30.000 Menschen ungefähr hat es auch funktioniert. Da brauche ich keine wissenschaftlichen Beweise, da brauche ich gar nichts, weil ich es einfach gesehen habe, erlebt habe an mir selber und an so vielen Menschen da draußen und jedes Wochenende erlebe ich das von neuem. Ja, wenn dann diese Wunder geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wie es schön heißt, und man muss es nur zulassen. Und ich wünsche, wenn du einer dieser Techniken anwendest, dass auch bei dir dieses Wunder geschieht. In dir selbst, weil du ja selber der Wundermacher bist, die Wundermacherin. Es gibt aber Kritiker, die sagen, ja, nicht nur Placebo und ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube das nicht. Das ist doch in Ordnung. Ich möchte ja keinen überzeugen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich biete nur die Werkzeuge an und sage, so funktioniert es, wende es an oder lass es bleiben. Ist doch in Ordnung. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich oder unglücklich werden oder bleiben. Bei mir hat es funktioniert und meine Aufgabe ist es, glaube ich, es nach außen zu geben. Den Menschen Hoffnung zu geben, dass es funktionieren kann, wenn man dran bleibt. Ich sage nicht, dass es funktioniert, bei jedem und sofort. Aber es ist eine Chance. Ich sehe es immer wie einen Würfel. Wenn ich einen Würfel in Bewegung setze, dann kommt irgendwann die 6. Man muss halt nur dranbleiben. Ich sage immer, bitte bleib dran, verliere nicht die Geduld. Bei mir hat es ja auch über Jahre gedauert, aber es hat funktioniert. Und ich würde diesen Weg des Leidens, diesen Weg der Hölle sofort nochmal gehen, um das zu bekommen, was ich jetzt habe. Denn mir ging es noch nie so gut, ich war noch nie so glücklich, ich war noch nie so gesund. Und deshalb, es lohnt sich immer, den Weg der Erfüllung zu gehen, den Sinn des Lebens zu erkennen und die Erfüllung zu leben. Und Kritiker natürlich sagen, vielleicht ein Placebo. Sage ich, ja gut, hat es funktioniert. Ja, aber war nur ein Placebo. Sage ich, doch prima. Dann ist halt ein Placebo von mir aus, ist doch egal. Hauptsache, du bist glücklich. Ja, wir müssen doch nicht immer alles erklären oder viele wollen es immer verstehen, analysieren. Da sage ich, warum möchtest du immer alles verstehen? Warum möchtest du analysieren? Warum möchtest du es begreifen und erklärt haben? Kinder tun es doch auch nicht. Kinder, wenn ich zum Kind sage, mach das und das und ein Kind macht das und ist glücklich, dann fragt er nicht, wie funktioniert das und wieso, weshalb oder so. Wir müssen nicht analysieren. Er genießt es einfach und ist glücklich, das Kind. Und das sollen wir auch von den Kindern, durften wir noch sehr viel lernen. Seid wie die Kinder, heißt es ja. Und ich bin das volle Kind. Absolut. Auch wenn viele dann zu mir sagen, ja, auch bla bla, auch, sie sind ja viel zu kindisch, sage ich, ja klar, bin ich total, aber ich bin glücklich und ich bin erfüllt und ich lebe mein Leben in der ganzen Kindlichkeit. Und also nochmal zu den Kritikern, Kids natürlich, klar, ach, das ist doch alles Humbug und so. Die können nicht anders, das ist ihre Wahrnehmung. Und in Ordnung, aber jeder hat seinen Weg. Und das ist in Ordnung so. Der eine diesen Weg, der eine diesen Weg. Und der, wo nicht dran glaubt, soll es einfach anwenden. Wie die Indianer sagen, geh mal eine Zeit lang in meinen Mokassins, dann wirst du mich verstehen. Und da sage ich auch, geht's einfach mal mit diesen Techniken, wend sie an, ein paar Monate, ein halbes Jahr und dann trifft dann erst eine Entscheidung, aber nicht vorher. Das Einzige, was ich den Leuten ans Herz legen kann. Viele, viele kommen, wenn es 5 nach 12 ist. Ja, wenn eigentlich schon alles den Bach runtergeht, ob es Krankheiten, nicht nur Krankheiten, auch Beziehungen, auch die finanzielle Not so schlimm ist. Und nochmal, Selbstheilung ist für mich ganzheitlich. Ganzheitlich heißt wirklich wie die Finger der Hand. Ja? Das sind die Finanzen, die Partnerschaft, die Berufung. Mache ich ein Leben, wo mir gefällt? Arbeite ich das, was mir erfüllt mich das? Oder mache ich es nur, um Geld zu verdienen? Gesundheit, gehört alles zusammen.
Da gibt's keinen, da mache ich da keinen, ich mache auch keinen Unterschied. Wenn ich stinkereich bin, nenne ich es mal so, ja, habe 20 Millionen auf dem Konto, aber die Ehe ist total kaputt oder ich bin todkrank, dann nützt mir kein Geld der Welt was. Ja, wenn ich aber gesund bin, habe eine tolle Partnerschaft, habe aber kein Geld, um die Miete zu zahlen und die Kinder zu ernähren, dann ist auch schlecht. Also für mich ist das schon ganzheitlich. Für mich war das Wichtigste erst, natürlich in die Gesundheit zu kommen. Das war für mich das Allerwichtigste. Und so konnte das Ganze reifen. Ja? Und dann diese, meine finanzielle Not loszuwerden. Das war das Zweite, dann in die Erfüllung zu kommen. Und. Und hat alles funktioniert. Das sind diese göttlichen Regeln, die sind einfach da und die gelten für alle. Die gelten einfach wirklich für alle. Und die meisten, natürlich viele kommen, nicht die meisten, aber viele kommen, wenn es wirklich kurz vor knapp ist. Und sagen dann, Roberto, jetzt mach mal so. Ja? Und dann funktioniert es nicht nach 2 Stunden und sagen, ach, Placebo. Ja, die haben sich 40 Jahre Zeit gelassen, um todkrank zu werden und erwarten dann oft in 2 Stunden die Erfüllung. Geht natürlich nicht, da ja im Feld viel arbeiten muss. Es muss sich viel transformiert werden, es muss viel verändert werden. Die komplette DNA, die ganze Zellstruktur, auf allen Ebenen muss da ganz viel gearbeitet werden, ohne dass es eine Nebenwirkung hat. Es darf mir ja nicht schaden. Also macht es in mir eine große Veränderung. Ich verändere mich komplett. Ich werde zu der Person, die ich bin eigentlich, in mir drin, die ich bisher aber nicht gelebt habe. Und es braucht Zeit, sonst haut es einem ja um. Muss langsam passieren, wie eine Blume, die wächst, oder ein Baum. Dann kann man ja auch nicht rausziehen aus der Erde. Da braucht es eine Zeit. Und hier ist genau das Gleiche. Aber das Schöne ist, die Chance ist da, dass es funktioniert. Es liegt in meiner Hand, es zu tun. Die meisten sind ja auf den Seminaren, Ausbildungen, weil die spüren, da ist was in mir, was gelebt werden möchte. Oder das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich glaube das nicht. Da muss doch was sein. Ja, und die werden dann, ich sage auch immer gerne nach oben, sage ich, du lass mich gerne ein Leuchtturm sein nach außen und lass nur die Menschen hier in mein Feld kommen, denen ich wirklich die Werkzeuge in die Hand geben kann und das wirklich umsetzen. Aber nicht die anderen lass einfach zu vorbeiziehen, die wohl einfach nicht bereit sind, an sich auch zu arbeiten, denn sie müssen ja an sich arbeiten. Es ist zwar ganz einfach, aber sie müssen trotzdem ins Tun kommen, auch wenn es noch so einfach ist. Es ist easy einfach. Glaub mir's. Thank you.